Lieber sehr verehrter Jürgen Sternig, liebe sehr verehrte gnädige Frau Sternig, dem zu Ehrenden ist der Laudator zuerst während der Auseinandersetzungen um die neue Fachbereichsstruktur der Technischen Universität begegnet. Sie sehen, wir sind beide eine Art Urgestein dieser Universität. Das war in den Räumlichkeiten der Hochschulbrauerei im Wedding und es ging um die neuen Fachbereiche, 21 an der Zahl schließlich, die an die Stelle der Fakultäten treten sollten. Im korporierten Jargon könnte man sagen, damals hätten wir zuerst die Klingen über die Frage gekreuzt, ob die Geschichtswissenschaften zeitüblich zum neuen Fachbereich 2 der Gesellschaftswissenschaften kommen oder, Gott bewahre, bei den Künsten und der Literatur verbleiben sollten, wenn man denn diesen universitären Fremdkörper in einer gediegenen naturwissenschaftlichen und technischen erneuerten Hochschule überhaupt noch haben wollte. Ich will das nur insofern ausbreiten, als am Ende die beiden verschwisterten Fachbereiche 1 und 2 sich in die Geschichte teilten und dadurch, dass das so war, blieb die philosophische Fakultät noch fast eine Generation länger am Weiterleben. Und das mag letztlich die Ursache sein, weshalb heute gewissermaßen im Gründungsauftrag der Technischen Universität durch den Stadtkommandanten Nährs einen Naturwissenschaftler als früherer Präsident der Technischen Universität von einem Literarhistoriker gelobt werden darf. Wir beiden, lieber Herr Sternig, haben gleichaltrig die Entwicklung unserer TU dann über viele Jahre aus näherem und weiterem Abstand verfolgt, zunächst im Akademischen Senat und im Konzil, während der beiden eben charakterisierten Amtszeiten des Präsidenten Alexander Witkowski. Als nach dem Ende der Ära der vom politischen Senat und der Politik insgesamt beharrlich wieder aufgenommene Versuch misslungen war, die vermutete Hermetik der Universitäten ein zweites Mal durch eine nach außen hin geöffnete Wahl aufzubrechen. Sie erinnern sich schon, nach einem Jahr energischer, nicht immer glücklicher Selbstbehauptung wurde der aus der Bonner Ministerialbürokratie herstammende Jurist Rolf Berger zur Aufgabe gezwungen. Verständigten sich die Tür- und Fensterfraktion, so nannte man das damals schon, darauf, Jürgen Sternig zum Präsidenten zu wählen. Und das in der berechtigten Hoffnung, auch auf der Fensterseite, ein so erfahrener, aus dem Reformlager kommender, aber als unabhängig und liberal geltender Hochschulpolitiker könne leichter die Konflikte überwinden und die Universität von innen heraus in Fortführung der Reformen weiter reformieren und in die gesellschaftliche Zukunft überführen. Ich
will nicht verhehlen, dass ich glaube, dass auch damals mit der Wiederwahl des Besonnenen auf Versachlichung aller Diskussionen dringenden Helmut Eichmeier zum Vizepräsidenten die Basis erweitert wurde, die für die Weiterführung der Reform im Inneren und in der Auseinandersetzung mit den Forderungen des politischen Senats von außen dringend nötig war. Starniks Amtszeit leitet eine für die Entwicklung der TU in Forschung und Lehre gleich wichtige Phase ein, die vorhin schon mit einer Zeile charakterisiert worden war. Für die Erarbeitung und Umsetzung des ersten Hochschulentwicklungsplans schuf Jürgen Starnik, gestützt nach wie vor auf die Arbeit der ständigen Kommissionen, die an dieser Universität, das muss immer wieder gesagt werden, eine hervorragende, von Anfang an hervorragende Rolle gespielt haben, die tragenden Voraussetzungen, indem es seinem Impetus und seinem Verhandlungstalent gelang, die Fachbereiche und Institute für diese unabdingbaren Zukunftsplanungen zu motivieren. Auch die widerstrebenden Interessengruppen, auch die noch immer in Abgrenzungsstreitigkeiten verstrickten Fächer, beugten sich seiner konzilianten, aber immer zielstrebigen und in der Sachlichkeit überzeugenden Lenkung dieses Prozesses. Mit der Einrichtung erst einer Stelle für Technologietransfer griff Starnik, wir erinnern uns, einen Gedanken auf, den schon sein Vorgänger damals noch vergeblich ins Gespräch gebracht hatte, um den wissenschaftlichen Stand der Forschung auf internationale Vergleichbarkeit zu heben und dort zu halten, war nicht allein der intensivierte Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas, vor allem in Amerika, Institutionen wie dem MIT nachdrücklich zu fördern, sondern auch nach neuen, anderen Wegen der Kooperation mit der Industrie zu suchen, um in gemeinsamen, nicht länger ausschließlich aus der Grundausstattung der Institutionen finanzierbaren Forschungsprojekten zusammenzuarbeiten. Daraus erwuchs bekanntlich später das Berliner Innovations- und Gründerzentrum BIC, aus dem dann der Technologie- und Innovationspark am Humboldthain als ein frühes Modell für andere ähnliche Einrichtungen an den deutschen Hochschulen hervorgehen sollte. 1962 wurde aber auch das während Starniks Präsidentschaft am Fachbereich 1 das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU etabliert, das sich innerhalb weniger Jahre unter der Leitung von Herbert Strauß gleichfalls zu einer weltweit ausstrahlenden Forschungsinstitution entwickeln sollte. Wenn ich es persönlich formulieren darf, mich hat an Jürgen Starniks Amtsführung immer vor allem sein ruhiger, sein sicherer Blick für das in einer schwierigen Konstellation Machbare auf der einen Seite, die Entschlossenheit und Schnelligkeit in der praktischen Umsetzung aus dem Augenblick auf der anderen beeindruckt. Ich kenne kaum jemanden, der so ruhig und gelassen, aber immer aus dem Moment heraus ganz unterschiedliche Aspekte eines Vorgangs prüfen und entscheiden kann. Dazu gehört es auch, rechtzeitig von lockenden,
aber undurchsichtigen Perspektiven sich lösen zu können. So wichtig als die vielen Dinge, die er angestoßen hat, ist auch die Vorsicht, nicht in falschen Perspektiven sich zu verrennen. Vielleicht war es diese Gabe, die Starnig während seiner Amtszeit innerhalb der Deutschen Rektorenkonferenz zum ersten Vizepräsidenten aufsteigen ließ und die ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Amt eine neue, eine politische Entwicklung seiner Laufbahn einschlagen ließ. Zwischen 1986 und 1989, die meisten von uns wissen das, gehörte er als Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz in Berlin zur Regierungsmannschaft von Eberhard Diepgen und war dort verantwortlich für die Verabschiedung des Flächennutzungsplans. Danach war er als liberales Mitglied des Bundestags in die Enquete-Kommission für den Umweltschutz eingebunden. In beiden Funktionen hat er sich um Berlin und um die Gesellschaftsentwicklung verdient gemacht, ganz in der Konsequenz seines bisherigen wissenschaftlichen wie seines politischen Handelns. Jürgen Starnig blieb ein Wissenschaftler, ein Professor unserer Universität. Er blieb es auch unter den Forderungen, die das Tagesgeschehen an einen Hochschulpraktiker wie an einen Politiker richtete. Viel später, noch 1998, war er am neuen Strukturplan der Universität mit beteiligt, der einschneidende Änderungen in der Zusammensetzung der Fächer und Fakultäten beinhaltete und der zugleich erstmals die jetzt herandrängenden Probleme einer nationalen wie internationalen Konkurrenz der Universitäten untereinander ins Auge zu fassen hatte. Wie weit die in diesem Plan vorherrschenden Tendenzen, die Zusammenarbeit der Hochschulen mit und ihre Förderung durch Industrie und Wirtschaft zu intensivieren, wie weit die oft angemahnte und als bedrohlich empfundene Amerikanisierung der Ausbildung und wie förderlich ein durch Exzellenzinitiativen in Gang gesetzter und gehaltener Konkurrenzkampf der Universitäten untereinander, wie weit alles das dem wissenschaftlichen Fortschritt dienen kann und wird, ohne die Autonomie der Universitäten auf Dauer zu untergraben, bleibt freilich abzuwarten. Doch ist der immensen Planungsarbeit dieser Ära, an der auch Starnig seinen Anteil noch hatte, und es ist der entschlossenen Umsetzung der Reformmaßnahmen unser Respekt nicht zu verweigern. Seit seiner Emeritierung hat Starnig sich in der Gesellschaft von Freunden der Technischen Universität engagiert, einem heute mehr als früher wichtigen Gremium für die Weiterentwicklung der TU. Dort gehört er dem Vorstand des Verwaltungsrates an und steht in dieser Funktion auch dem kleinen Komitee an. Sie sehen, ich biege auf meinen Anfang wieder zurück, das jährlich am Ende des Sommersemesters die, ich spreche es so aus, wie es der Titel wohl verlangt, Water-Hollerer-Lecture veranstaltet, im Gedenken an die Rolle, die dieser Autor und Literaturwissenschaftler im ersten Jahrzehnt seiner Berliner Tätigkeit innerhalb und außerhalb der Universität gespielt hatte. Mir ist es eine Freude, dass in diesem Rahmen der für die Wiedereröffnung der Technischen Hochschule Charlottenburg
als Technische Universität Berlin nach 1945, wir haben das heute schon zweimal gehört, maßgebende Grundgedanke auf würdige Weise lebendig bleibt. Für den überzeugten Einsatz an diesem Punkt bin ich, Jürgen Starnig, dankbar, auch wenn dieser Einsatz für das weitere Gedeihen meiner Alma Mater keine zentrale Rolle mehr spielen kann. Über 40 Jahre, meine Damen und Herren, hat der Hochschullehrer, der Präsident, der Politiker Jürgen Starnig an und für diese Universität Verantwortung getragen. Deshalb ehrt mit dieser Ernennung zum Ehrenmitglied die Universität sich selbst. Herr Starnig, darf ich Sie bitten? Die Technische Universität Berlin verleiht Herrn Prof. Dr. Ing. Jürgen Starnig, geboren am 1.12.1937 in Zwickau, die Würde eines Ehrenmitglieds der Technischen Universität Berlin. Sie würdigt damit seine Verdienste für die Universität als Präsident der TU Berlin von 1979 bis 1985 und sein herausragendes, bis heute andauerndes Engagement für die Institution. Mit ganzem Herzen widmete er sich stets seiner politischen und hochschulpolitischen Arbeit. Professor Starnig setzte sich sehr stark für die Internationalisierung der Universität ein und etablierte wichtige Kontakte an Partnerinstitutionen. Auch die Verknüpfung zwischen Lehrstühlen und Wirtschaftsbetrieben wurden während seiner Präsidentschaft verstärkt. Auf seine Initiative geht die Gründung des bundesweit ersten universitären Gründerzentrums zurück. Bis heute engagiert sich Professor Starnig intensiv in der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin. Die Universität ist ihm hierfür zu großem Dank verpflichtet. Berlin, 10. Dezember, Herr Starnig. Ich darf Ihnen danken. Wenn Sie es noch halten wollen, dann macht er mal. Herr Präsident, lieber Norbert Miller, meine verehrten Damen und Herren, die Laudatio hat einen großen Kübel voll Lob über mich ergossen. Und ich bin irgendwie hilflos, darauf zu reagieren. Natürlich danke ich dem Akademischen Senat zunächst mal dafür, dass er auch mir die Ehrenmitgliedschaft verliehen hat. Und es ist sicher für den Akademischen Senat dann insofern historisch interessant gewesen, dass er Laudatios bzw. Gutachten über eine sehr breite Zeit der Technischen Universität vor sich liegen hatte und damit einen tiefen Einblick in das nehmen konnte, was diese Universität zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Ich glaube aber, dass das, was mir zugeschrieben wird, gerade zuletzt genannt Berliner Innovations- und Gründerzentrum, nicht gelungen wäre, wenn man nicht als Präsident, ich würde sagen, auf eine durchaus noch damals enthusiastische Truppe innerhalb der Universität hätte bauen können. Und insofern will ich doch ein bisschen von dem Lob, was mir gegeben worden ist, verteilen quasi, ins Volk geben. Berliner Innovations- und Gründerzentrum war sicherlich, wenn man so will,
eine politisch höchst aufregende Angelegenheit. Und die Technische Universität ist natürlich in Deutschland weit mit dieser Initiative bekannt geworden. Ohne dass einige Personen, die ich vielleicht noch nennen will, daran mitgewirkt hätten, wäre das nicht so gelungen. Also ich sehe in der ersten Reihe, und deshalb fange ich mal da an, Jürgen Alesch. Jürgen Alesch trat bei mir quasi im Institut, ins Büro, noch ehe ich Präsident war, nur auf die Vermutung hin, es könnte es werden. Und erklärte mir erst einmal, was er für schöne Projekte vom BMFT finanziert, er sozusagen für den Technologietransfer macht. Nun, er hat sich dann etwas schnell verwundert, dass ich diese Projekte nicht sterben ließ, sondern dass wir dann als Universität sehr schnell das dauerhaft etablieren wollten mit eigenen Stellen und dass er umziehen musste aus einem schönen Versteck da oben im Hochhaus am Bahnhof Zoo in die Fasanenstraße, dorthin, wo Technologietransfer für jedermann, der zur IHK kam, sichtbar wurde und die Technische Universität quasi ein Angebot machte. Dieses hatte viele andere Initiativen noch nach sich gezogen, aber letzten Endes kann ich nur sagen, wenn es bis hin zur Gründung des Innovations- und Gründerzentrums ging, dann war das ein mutiger Schritt von vielen Leuten. In erster Linie will ich auch nennen Gottfried Kupsch, weiß nicht, ob er heute hier ist. Ja, da ganz hinten hat er sich versteckt. Ja, inzwischen heute einer der erfolgreichsten Gewerbeimmobilienmakler in Berlin und Sprecher der AG City, der als Abteilungsleiter für unsere Bauten, ja, wenn man so will, eine gewisse finanzielle Verantwortung hatte. Ich will auch nennen die Abteilungsleiterin für die Finanzen, Frau Schröder. Und ich will nicht vergessen, den damaligen Kanzler Michael Höwig. Ich glaube, die Tatsache, dass wir das Innovations- und Gründerzentrum just an dem Tage in Anwesenheit des Bundeswirtschaftsministers Graf Lambsdorff eröffnet haben, an dem das Abgeordnetenhaus uns die Mittel für den Ausbau gewährt hat und dies war schon fertiggestellt, zeigt eigentlich, wie viele Leute mit Enthusiasmus für manches, und Herr Kutzel lächelt, den Kopf hingehalten haben. Also in Anbetracht der Tatsache, dass die mittlere bürokratische Ebene beim Senator für Wissenschaft natürlich sehr gerne an Präsidenten und allen anderen, die vielleicht da noch mit drin hängen, lieben gern etwas am Kreuz blicken wollen, weil natürlich der Einfluss von Ihnen im Vergleich zu anderen Universitäten in Westdeutschland ziemlich gering auf die Universitäten ist, der ist natürlich nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen und es hätte wirklich dazu führen können, dass wir aufgrund dieser Operation alle mit einem Disziplinarverfahren am Halse unseren Abschied hätten nehmen können. Erwähnt wurden auch die Erweiterung der Auslandskontakte. Sicherlich, was mir sehr am Herzen lag, war natürlich die Wiederbelebung unserer Partnerschaft zum MIT, aber auch zu den anderen amerikanischen Universitäten. Sie wissen es, Herr Nowacki hat es schon gesagt, quasi zur Universität in Ann Arbor, Michigan, aber auch zu vielen anderen. Und das war ein guter Anlass zur Inauguration von Paul Gray als Präsidenten der MIT in Boston, eine Chance auszunutzen, nämlich sich in Amerika mal über Mikroelektronik zu informieren. Das amerikanische Außenministerium vermittelte die Gespräche und es gelang also beispielsweise mit dem Präsidenten von Hewlett Packard Young oder dem Vizepräsidenten von Intel oder auch einen Blick in die Labore, Mikroelektronik-Labore von Stanford zu schauen. Um eine Frage, die mich sehr umgetrieben hat damals, zu eruieren, nämlich ob
wir es den beiden anderen Leading Universities auf dem technischen Fach, nämlich TU München und Aachen, alleine überlassen, Mikroelektronik zu betreiben. Sie erwähnten den Entwicklungsplan von 1983. Und hier muss ich dazu sagen, dass der Akademische Senat damals mit mir einen sehr mutigen Schritt gegangen ist, nämlich wirklich eine große Reihe von neuen Fächern zu etablieren, unter anderem eine Mikroelektronik mit drei neuen Professuren. Mit drei neuen Professuren, die sich dann noch vermehrt haben durch S-Stellen, sodass wir irgendwann darstellen mit fünf Professuren und damit eigentlich fast wieder stärkste Universität in diesem Feld wurden. Aber dass dies gelang im Akademischen Senat, war natürlich auch nicht bloß Sache des Präsidenten, nämlich einen Entwicklungsplan zu verabschieden, bei dem dem Präsidenten die Möglichkeit eingeräumt wurde, 75 Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter zentral in seiner Tasche zu haben, um sie quasi neuen Fachgebieten übereignen zu können oder damit das zu fördern. Ich glaube, da muss man auch ein paar Personen nennen, die das mitgetragen haben. Und einer, den kennen Sie heute. Horst Nowacki war damals eigentlich, wenn man so will, der wesentliche Führer der Fensterfraktion im Akademischen Senat, der da mitgewirkt hat, dass tatsächlich dem Präsident dieses zugestanden wurde. Nun, wir haben eine ganze Menge anderer toller Sachen gemacht, die nicht erwähnt worden sind. Diese 100-Jahr-Feier wurde erwähnt, wir es 1979 gehabt haben. Drei Ausstellungen, und deshalb erwähne ich, weil ich also auch Karl Schwarz, der dafür wesentlich sich eingesetzt hatte, an dieser Stelle nochmal nachträglich danken möchte. Dieses alles, was wir damals gemacht haben, und das will ich sozusagen dann auch der Politik mit immer wieder auf den Weg geben, ist eigentlich nur möglich gewesen, aufgrund dessen, dass das Universitätsgesetz von 1968, 69 der Universität unheimlich viel Freiräume gewährt hat, durch drei Dinge. Das erste war der Globalhaushalt, den wir uns immer noch haben, der dem Präsidenten eigentlich im Grunde genommen ein wesentliches Instrument in der Hand gibt. Das zweite ist, dass zwischen dem staatlichen Zugriff und der Universität das Kuratorium dazwischen geschaltet ist. Und das dritte ist, dass damals eben vorgesehen war, nicht eine Rektoratsverfassung zu haben, sondern eine Präsidialverfassung zu haben für die Universität. Ich glaube, wenn man das damals verglichen hat, und ich bin dann in der Westdeutschen Rektorenkonferenz vielfach gefragt worden, wie wir solche Sachen wie BIC hier in Berlin überhaupt realisieren konnten, weil die natürlich immer nur kannten, dass sie ihre Ministerialbürokratie um jedes Detail fragen mussten. Ja, und wir das im Grunde genommen hier in Berlin einfach vorbeimachten an denen. Diese drei Komponenten sind natürlich schon unheimlich wichtig, damit also Universitäten auch weiter sich entwickeln können. Nun gut, es ist noch eins erwähnt worden, und ich will da kurz darauf eingehen. Die Gründung des Zentrums für Antisemitismusforschung. Und ich sage das, weil, wenn man mich fragt, was war in deiner Präsidentschaft die schwierigste Aufgabe, dann war es ganz sicherlich die Errichtung dieses Zentrums. Reinhard Rürup hat ein sehr gutes Konzept dafür damals geschrieben gehabt. Was wir umsetzen wollten, auch durch Beschluss des Akademischen Senates. Aber es ist eben so, dass zwischen dem, was man sich ausdenkt, und der Realisierbarkeit manchmal große Lücken klaffen. Und zwar insbesondere dadurch, dass von den etablierten Historikern, der neueren Geschichtswissenschaftlern der damaligen Zeit, diese Aufgabe, die Leitung eines solchen Zentrums zu übernehmen, doch als zu eng angesehen wurde, was uns natürlich ziemliche Schwierigkeiten in der Bewerberlage und in der Berufungsliste brachte. Nur die Tatsache, dass damals Herr Dahlheim und Herr Rürup mit mir zusammen
es geschafft haben, eigentlich ein bisschen die wissenschaftliche Welt in, sozusagen von außen nach Berlin zu locken, Leo Beck-Institute und so weiter, um mal darüber zu sprechen, wie man das lösen kann, das Problem, führte mich eigentlich dazu, dass ich eigentlich ein Glück hatte, in dem Herbert Strauss mit dabei war und ich ihn damals in einem sehr langen Gespräch, beim Mittagessen im Kempinski, dazu bewegen konnte, sich dafür zumindest zu interessieren, eventuell aus New York wieder nach Berlin zurückzugehen. Also er ist zumindest nach dem Mittagessen nicht ganz, ohne mir Hoffnung zu geben, davon gefahren, sagte aber ziemlich deutlich, dass er erstmal seine Frau Lotte fragen müsse, die natürlich aufgrund der Erlebnisse, die beide hier in Berlin bis 1942 haben, keineswegs die Voraussetzung mitbrachten, um wieder nach Berlin zurückzukehren. Sie haben es trotzdem gemacht. Und ohne dass dieser personelle Glücksfall eigentlich wirklich eingetreten ist, wäre Gott sei Dank das Zentrum für Antisemitismusforschung ganz sicher nicht das, was es geworden ist. Jedenfalls, ich sage nur, es gibt viele Leute in dieser Universität, die stark mitgeholfen haben, dass das gelingen konnte, was in meiner Amtszeit geschah. Es war nicht nur Aufgabe des Präsidenten und eigentlich Bewirken des Präsidenten. Herzlichen Dank.